Du möchtest dich satt essen und dabei trotzdem nicht zu viele Kalorien aufnehmen? In diesem Video zeige ich dir einen simplen Trick, wie dir das gelingen kann und entkräfte zudem noch einen Mythos für dich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Hi, mein Name ist Alexander Seifried vom Sarno Gym in Ulm. Und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du automatisch und ohne größere Probleme weniger Kalorien zu dir nimmst. Vielleicht weißt du bereits, dass unser Sättigungsgefühl beim Essen eine gewisse Zeit braucht, bis es eintritt. Manche Quellen sprechen dabei von ca. 20 Minuten, es gibt aber individuelle Unterschiede. Was du aber bestimmt schon mal gemerkt hast, ist, dass du eventuell mehr isst, also auch mehr Kalorien aufnimmst, wenn du sehr schnell isst. Das bedeutet, du überlistest deinen Körper in einer negativen Weise, indem du Kalorien zuführst und gar nicht bemerkst, dass du bereits satt bist. Wenn du aber dagegen sehr langsam essen würdest, dann würdest du rechtzeitig das Sättigungsgefühl bemerken und dabei dann auch aufhören, weiter Kalorien zuzuführen, die du gar nicht brauchst. Durch langsameres Essen kannst du also deine Kalorienaufnahme gut kontrollieren, ohne auch auf leckere Lebensmittel verzichten zu müssen. Dadurch bemerkst du, anders ausgedrückt, einfach, wenn du satt bist und hörst damit auf zu essen, wenn du nichts mehr benötigst. Dadurch kannst du lecker essen und sparst dir Kalorien ein. Ein guter Trick, den ich meinen Klienten oft empfehle, ist, häufiger mal das Besteck hinzulegen. Dadurch machst du automatisch eine kurze Pause vom Essen und reflektierst kurz, ob du denn noch viel oder wenig essen möchtest. Weiterhin kann es sinnvoll sein, in Gesellschaft zu essen und ein Gespräch zu führen. Viele Menschen beobachten, dass wenn sie sich mit jemandem beim Essen unterhalten, dann automatisch weniger gegessen wird, weil man ja auch nicht mit vollem Mund sprechen kann und möchte und dadurch einfach häufiger das Essen unterbricht. Dadurch dauert das Essen insgesamt länger und es ist möglich, dass du dadurch weniger isst und weniger Kalorien zuführst. Gib dich also auf die Suche nach kleinen Möglichkeiten, deine Mahlzeit hin und wieder zu unterbrechen und so Kalorien einzusparen. Eine meiner Lieblingsmöglichkeiten hierfür ist der Griff zum Wasserglas. Wie du weißt, hat Wasser keine Kalorien. Der Griff zum Wasserglas, um einen Schluck zu trinken, ist deswegen optimal geeignet, um dein Essen zu unterbrechen. Anders als oft behauptet, verdünnt das Trinken zum Essen auch nicht die Magensäure und verschlechtert deine Verdauung. Vor dem Essen oder während dem Essen zu trinken, hat darauf keinen Einfluss, da das Wasser und jede andere Flüssigkeit sehr schnell durch den Magen hindurch in die Blase fließt und keinen Einfluss auf die Konzentration der Magensäure hat. Es ist also nicht schädlich, vor oder während des Essens Wasser zu trinken, kann dir aber dabei helfen, dein Essen zu unterbrechen und weniger Kalorien aufzunehmen. Zudem gibt es interessante wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, vor dem Essen zu trinken macht früher satt und hilft dadurch auch dabei, weniger Kalorien aufzunehmen. Deswegen hilft Trinken vor und zum Essen dabei, nicht nur deinen Flüssigkeitshaushalt zu verbessern, sondern auch dein Essen zu unterbrechen und dadurch weniger Kalorien aufzunehmen und durch die Flüssigkeit selbst noch früher satt zu sein. Deswegen empfehle ich dir, wenn du abnehmen möchtest, kontrolliere auch die Geschwindigkeit, mit der du deine Mahlzeiten zu dir nimmst. Lass dir bestenfalls Zeit und unterbrich deine Mahlzeiten regelmäßig kurz, indem du das Besteck hinlegst, dich unterhältst oder zum Wasserglas greifst. Mit diesen Tipps nimmst du automatisch weniger Kalorien zu dir, ohne deine Lebensmittelauswahl einschränken zu müssen. Welche dieser Tipps beherzigst du schon und was willst du als erstes umsetzen? Lass es uns in den Kommentaren wissen und sag uns deine Meinung zu diesem Video. Ich bedanke mich, dass du heute wieder dabei warst und freue mich auf das nächste Video mit dir. Ciao, dein Alex von Sarno Gym.